Hallihallo Leute, und zwar herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ihr denkt euch sicher so, was macht der zu Hause? Und zwar ist das jetzt eigentlich schon der Ende vom Tag, aber ich muss jetzt nochmal die Begrüßung machen. Ich habe die zwar im Zug gefilmt, aber es war einfach so laut, man hat einfach nichts verstanden. Deswegen nochmal Hallihallo, viel Spaß damit. Heute ist es nicht allzu lange. Ich bin auch heute nicht mit dem Auto oder so gefahren. Wir waren halt heute nur im Kino und im Schwimmbad, aber das seht ihr jetzt alles dann und ja. So Leute, jetzt sind wir im Kino angekommen und ich habe hier eine richtig geile Box. Guckt mal Leute, hier, so eine geile Minion-Box. Und ich habe mir die nur genommen, weil es da drauf einen Höhlenmenschen gab. Und ich meine, ich bin ein Höhlenmensch und deswegen muss ich mir da natürlich auch treu sein. Und ja, mein Bruder lacht hier, der hat auf jeden Fall Spaß. Und unten so das unfreundliche Pack an Menschen teilweise, die haben keine Geduld mehr. Wir stellen uns an. Die braucht natürlich ein bisschen, weil sie die ganzen Sachen rausholen musste. Was ist? Wir sind fertig, die schubsen uns weg. Ja, schneller, schneller. What the fuck? Denke ich mir echt so, für erwachsene Leute gehört sich das nicht, aber na gut. Auf jeden Fall ist der Kinofilm jetzt zu Ende. Der war ziemlich lustig. Und jetzt gehen wir wahrscheinlich noch schwimmen, weil es ist so heiß bei uns. Und ja, der Vlog. Ich weiß nicht, wann der dann kommt. Oder seid ihr eigentlich der Typ, der sagt Vlog oder Vlog? Wie ist das bei euch so? Ich würde das echt gerne wissen, mein Bruder ist da oben jetzt noch am Klo. Dann werde ich wahrscheinlich noch zu New Yorker schauen, weil ja, mein Bruder hat hier auch so eine Minions-Figur und dann, ja. So Leute, wir gehen jetzt ins, nimmt's auf? Ja, es nimmt auf. Wir gehen jetzt ins Schwimmbad. Wir sind eigentlich relativ spät dran. Wir haben uns hier noch was gekauft. Oh, keine Ahnung, ob man sowas dann in einem Vlog zeigt, weil, keine Ahnung, die ganzen, diese Lifestyle-Beauty-YouTuber und so, die zeigen das dann ja immer in so Hauls oder so und dann packen die das aus, aber ich würde das jetzt ungern auspacken oder ich kann es euch einfach halt nur so zeigen. Keine Ahnung, wenn euch das interessiert. Könnt mir mal reinschreiben, ob euch überhaupt sowas interessiert, wenn ich sowas auspacke, weil, keine Ahnung, ihr habt ja nichts davon irgendwie.
ich weiß nicht. Wir sehen jetzt Sonne, Sommer, Sonnenschein. Minions war wirklich ein mega cooler Film. Ich hatte ja so ein Format und zwar Movie Review, das werde ich auf jeden Fall weiterführen. Dann ein bisschen professioneller, also wahrscheinlich in 2-3 Tagen wird das die nächste Folge dann online kommen von Movie Review. Ja, wird auf jeden Fall ziemlich spannend werden. Dann werde ich euch heute wahrscheinlich auch wieder mitnehmen, wenn ich mit dem Auto fahre, aber wie ich sehe, habe ich nicht mehr so viel Akku. Aber ja, ich hätte vielleicht noch vorher aufladen sollen. Aber bisher schlägt sich der Akku ja mega gut und ja, ich werde euch dann vielleicht noch ein paar Ausschnitte im Bad zeigen. Aber keine Ahnung, jetzt möchte ich mich erstmal abkühlen, weil mir ist so scheiße warm. Jetzt in Schmerz. Warme Pommes mit Ketchup bitte. 2,40. Das wird passen, oder? Ja. Super, danke, tschüss. Und was ich nochmal ansprechen möchte, was mir ein bisschen wichtig ist, und zwar, weil es so teilweise Leute gibt, also es ist ein kleiner Prozentteil, der dann schreibt, du Lauch, du bist zu dünn oder sonst irgendwas. Ich denke mir so, boah, eure Probleme würde ich wirklich gerne haben, sich im Internet darüber aufzuregen, wie eine andere Person, was die für eine Figur hat oder sonstiges. Ich glaube, dass diese Personen meist selber total viele körperliche Probleme haben, es aber dann selber nicht verkraften und es irgendwie dann an anderen Leuten rauslassen müssen. Ich meine, wie oft lese ich unter Denas Videos, oh mein Gott, du bist so ein Lauch. Da denke ich mir so, hallo, nur weil jemand dünner ist oder nicht der Modelmaßen entspricht, ist er doch deswegen nicht weniger wert. Ich meine, ich bin da genauso gegenüber eingestellt von Übergewichtigen. Was hat ein Charakter damit zu tun? Und nur weil man dünner ist, meine Güte, wenn es dich so sehr stört, dann guck einfach nicht meine Videos, dann deabonnier mich lieber, bevor du dann sagst, du Lauch, was weiß ich. Ich habe vor, ins Fitnessstudio zu gehen, ich habe vor, was daran zu ändern, aber ich bin mit mir selber zufrieden und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ob jetzt andere Leute damit zufrieden sind oder nicht, das ist scheißegal, aber du musst damit selber zufrieden sein und das bin ich. Ich möchte natürlich auch noch was verbessern, mehr Muskeln aufbauen und so weiter, aber ohne Witz, auch andere Leute, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einfach einen berühmten, und zwar Justin Bieber, der war früher auch ein totaler Lauch, ist dann trainieren gegangen und hat jetzt eben einen richtig guten Körper. Man kann alles schaffen, wenn man möchte, aber deswegen mache ich ja auch diese Vlogs. Wenn ich mich dann irgendwann mal beim Fitnessstudio anmelde, nehme ich euch ja auch mit, ich möchte dann auch meinen Fortschritt zeigen und so weiter, aber bitte reduziert jemanden nicht auf sein Aussehen. So, gut. So, das war's vom Vlog. Wenn es euch gefallen hat, würde mich ein Däumchen nach oben mega, mega freuen. Ich konnte leider nicht mehr filmen, weil der Akku von der Leica ausgegangen ist. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber dann beim nächsten Mal. Und ich mache mich jetzt an Schneiden. Ciao, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen.